unsere Spieltagskonferenz für das Heimspiel gegen die Füchse Berlin. Frank, heute mal ganz anders anfangen. Wie sieht's aus? Nach dem Erfolg gegen die Füchse dürfen die Jungs auf die TSV-Party, die am Sonntag stattfindet? Ich möchte ein Ja oder ein Nein hören, bitte. Nach einem Erfolg gegen die Füchse dürfen auf jeden Fall dürfen alle auf die Party am Samstag, das ist keine Frage. Da kann ich Ja sagen, klar. Gut, mehr wollte ich auch gar nicht hören. So, ansonsten ein bisschen was zu den Füchsen, die ja gestern mit 32-34 knapp in Hamburg unterlegen waren. Zurzeit den 9. Platz mit 22-24 Punkten innehaben. Ja, eigentlich können die kaum mehr weiter runter, aber auch kaum mehr weiter hoch. Also von daher einen gesicherten Mittelfeldplatz. Ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, von dem, was ich in den letzten beiden Spielen gesehen habe. So ein bisschen vielleicht mit Silvio Heinevetter und Pedro Stochel. Zwei sehr gute Torwarte, aber natürlich auch wichtige Spieler mit Markus Richwin, Ivan Ninčević zuletzt, Thorsten Lehn am Kreis, Marc Bult, Rückraum. Was sagst du zu den Füchsen? Wie wollen wir versuchen, unsere kleine Heimspielserie weiter aufrechtzuerhalten? Ja, zunächst mal denke ich, dass wir eine gute Position haben im Moment. Wir haben auch eine gute und stabile Form, was unsere Leistung auf dem Feld angeht. Wir haben den 14. Platz inne, das heißt die Tabellenführung der unteren Gruppe nach wie vor. Unser Ziel besteht auch nach wie vor. Wir brauchen noch drei Siege zum Klassenerhalt. Die haben wir uns vorgenommen. Und da rechnen wir damit, dass wir mit denen dieses Ziel erreichen können. Nächste Chance, einen von diesen Siegen zu streichen, sind die Füchse Berlin. Wir haben im Hinspiel eine miserable Leistung abgeliefert, haben dort mit 8 Toren verloren, aber gefühlt eigentlich mit 15. Haben gerade zu Beginn des Spiels überhaupt nicht zu unserem Angriffsspiel gefunden, lagen sofort durch Konter hinten und haben insgesamt ein sehr, sehr schlechtes Angriffsspiel dorthin gelegt und demzufolge auch 18 Kontertore in Berlin bekommen. Und das ist natürlich etwas, was in der damaligen Verfassung, wir hatten sehr, sehr viele Ausfälle zu dem Zeitpunkt, wir waren in einer sehr schlechten Form, verständlich war und auch dadurch zu erklären ist. Jetzt sieht die Lage natürlich anders aus. Wir haben eine deutlich andere Form. Wir sind, glaube ich, sehr stabil. Wir haben eine sehr, sehr gute Heimserie. Ich würde das nicht nur eine kleine Serie nennen, sondern das ist schon für eine Mannschaft in unserem Bereich der Tabelle ein echtes Fund, mit dem man auch wuchern sollte. Wir sind sehr stolz darauf und wir brauchen aber natürlich auch dieses Publikum wieder, um zu Hause Mannschaften wie Berlin schlagen zu können. Für mich ist es so, dass wenn ich sehe, was wir in den letzten Wochen zu Hause gemacht haben, und wenn ich sehe, dass wir Minden unter sehr großem Druck geschlagen haben, wenn ich sehe, dass wir Lemgo geschlagen haben, Göppingen und Magdeburg, dann müssen wir keine Angst haben vor den Füchsen. Sondern wir sollten das, was uns ausgezeichnet hat in diesen Spielen, nämlich unsere hundertprozentige Leidenschaft und Emotionalität in diese Spiele hineinlegen, um das Publikum wieder mitzunehmen. Wir haben auch im Gegensatz zum Hinspiel alle Mann an Bord. Wir haben also keinerlei Verletzungsausfälle, außer natürlich den bekannten Spieler Marc Hohenberg und Jan-Fiete Buschmann. Alle anderen sind fit und dabei. Zu den Stärken von Berlin lässt sich noch sagen, dass sie eben natürlich über einzelne herausragende Leute verfügen und auch über Mannschaftsteile, die sehr gut sind. Vor allen Dingen ihr Abwehr-Innenblock und ihre Torwartleistung ist überdurchschnittlich, ist also über dem, was sie eigentlich in der Tabelle vom Tabellenplatz her zu erwarten wäre. Darauf basierend laufen sie sehr viele Konter. Das ist uns im Hinspiel schon passiert. Da haben wir sehr viele Abspielfehler, einfachste Abspielfehler gemacht und das ist natürlich was wir nicht nur verhindern müssen, sondern wo ich auch zuversichtlich bin, dass wir das verhindern werden, weil wir eigentlich in diesem Punkt sehr viel weiter gekommen sind. Unser Angriffsspiel ist deutlich stabiler geworden in den letzten Wochen. Das lässt nicht nur die Zahl der technischen Fehler, sondern auch die Zahl der Angriffseffektivität lässt das erkennen. Und ich denke, dass wir diese einfachen Fehler nicht wieder machen. Und das hat sich im Hinspiel eben auch schon gezeigt, dass wir in der Positionsverteidigung absolut ebenbürtig sind mit Berlin. Ich bin da sicher, dass wir da eine Leistung hinlegen werden, die Berlin unter Druck setzen kann. Und dann
muss man uns erstmal schlagen. Wenn wir erstmal in der Positionsverteidigung stehen und unsere Konter laufen können, dann denke ich, haben wir auch gute Möglichkeiten, das Spiel erfolgreich für uns zu gestalten. Im Angriffsspiel bei Berlin geht es natürlich vor allen Dingen um Jaschka und Kubistal, die letztlich im Positionsspiel die Fäden ziehen und auch die torgefährlichen Spieler sind. Es kommt dann immer mal Karason oder Bult dazu. Da hängt es ein bisschen von der Tagesform ab, aber das Spiel machen letztlich Jaschka und Kubistal. Phone Us. Lösungen mit System. Unter www.phoneus.de sind wir rund um die Uhr nur einen Mausklick von Ihnen entfernt. Wir freuen uns auf Sie. Phoneus. Lösungen mit System. Nach dem schweren Spiel gestern bei Hamburg, am Sonntag haben die Füchse auch gespielt. Ist das eine Geschichte, die interessant ist für uns, dass sie nun zwei schwere Spiele hintereinander gehabt haben, die Füchse? Oder sagst du einfach zwei für die Profis zwei Spiele Pause, zwei Tage Pause reicht vollkommen aus, dass sie am Sonnabend wieder fit sind bei uns? Ja, die Berliner haben schon einen ausreichend großen Kader. Die spielen nicht mit sieben Mann, sondern die haben schon Möglichkeiten zu wechseln. So ein gutes Spiel gegen Hamburg, das motiviert ja auch. Also ich glaube, ich sehe nicht, dass Berlin dadurch irgendwelche Nachteile hat. Das sehe ich nicht. Also es ist auch ganz üblich in der Bundesliga, dass eben diese Spiele Samstag, Mittwoch, Samstag oder diese Wochen auch stattfinden. Wir werden das in der Schlussphase der Saison auch noch erleben. Und das ist absolut machbar. Ich weiß nicht, wie Dago Sigurdsson trainiert, aber manche Spieler sagen sogar, ich spiele lieber, als dass ich gerade so meine Trainingswoche habe. Das ist nämlich meist härter, als nur zu spielen. Also zumindest vom sich selber einstellen. Genau, wie Sie es gerade gesagt haben, hat eine enorme Bedeutung für uns. Ja, es ist so, dass wir tatsächlich auch in den Besprechungen schon darauf abzielen, zu sagen, wir brauchen unser Tempospiel, weil das Tempospiel immer der leichteste Weg in die Herzen der Zuschauer ist. Ja, und das reißt die Leute einfach mit. Und für uns ist es so, die Heimspiele bis Ostern oder die beiden Heimspiele bis Ostern beziehungsweise die Spiele bis Ostern sind die entscheidende Phase der Saison, was die Basis für den Klassenerhalt angeht. Und da sind wir jetzt drin. Das heißt, jedes Spiel, was wir jetzt zu Hause haben, was wir jetzt gewinnen können, das streichen wir nicht nur von unserer Dreierliste ab, sondern das zeigt ganz klar, okay, wir sind in dem entscheidenden Moment der Saison da. Denn die Schlussphase der Saison, wer sich unseren Spielplan mal anschaut oder den vielleicht noch in Erinnerung hat vom Ende der Hinrunde, das ist nämlich ziemlich der gleiche, der wird sehen, dass es am Ende extrem schwierig wird, Punkte zu machen. Und wer da Punkte einplant, in den letzten vier Spielen zum Beispiel, der macht sicherlich einen Fehler. Also das werden wir, und den Fehler werden wir nicht machen, sondern wir wissen, dass wir unsere drei Siege bis dorthin geholt haben müssen. Das heißt nicht, dass man am Ende da nur noch Halligalli spielt, sondern das heißt einfach, man muss seine Hausaufgaben vorher machen und dazu braucht man auf jeden Fall auch dieses Publikum und das ist, wie gesagt, jetzt die entscheidende Phase und wer nächstes Jahr Bundesliga in Hannover sehen will, der muss jetzt kommen. Wir rechnen mit 3.100, 3.200 Zuschauern. Ja, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann möchte ich die Pressekonferenz für heute beenden und euch einen guten Nachhauseweg in die Redaktion wünschen.